Moin und herzlich willkommen zurück zu Empire Total War in Preußropa, dem sehr großdeutschen Reich. Jedenfalls haben wir letztes Mal eine Großoffensive Richtung Amerika gestartet. Hier sind sämtliche Flotten, haben wir, die wir zur Verfügung hatten, und Armeen, die noch in Europa rumgegurkt sind und nichts zu tun hatten, haben wir jetzt losgeschickt nach Amerika. Da werden die wahrscheinlich bald ankommen. Flotte kommt an, das wird wahrscheinlich eine Handelsflotte sein, nehme ich an, genau. Da hatten wir nicht auch in der Vergangenheit einige losgeschickt. Handelseinkommen 44.000 klingt auch gut. Würde aber immer noch nicht als alleiniges Einkommen reichen. Hier haben wir noch einen Infotext. Die Cotton Gin. Die neue Maschine des amerikanischen Erfinders Eli Whitney scheint den Baumwollhandel zu revolutionieren. Er hat nämlich ein Patent auf seine Cotton Gin, die erste Baumwollentkörnungsmaschine, angemeldet. Mit dieser Maschine lässt sich der umständliche Prozess automatisieren, bei dem die klebrigen Körner und Samen aus den Baumwollfasern entfernt werden. Eine Reihe von Drahthaken, die an einer sich drehenden Trommel befestigt sind, ziehen die Fasern durch ein Sieb, während die an einer weiteren Trommel befestigten Drahtbürsten permanent die losen Fussel entfernen, die den Mechanismus sonst behindern würden. Es wird erwartet, dass diese neue Erfindung die Effizienz des Baumwollproduktionsprozesses erheblich steigern und den derzeitigen hohen Personalbedarf senken wird. Die Maschine ist übrigens so nützlich, dass Herr Whitney wegen Patentrechtsverletzung schon einige Gerichtsprozesse gegen skrupellose Baumwollhersteller anstrengen musste, die versucht hatten, nicht lizenzierte Versionen dieser Maschine einzusetzen. Und nehmen wir alles zur Kenntnis. Und ja, wir müssen uns in Europa auch noch mal umsehen, was da mittlerweile alles an Schiffen bereitsteht. Oder entweder das, oder wir warten halt immer, bis die ganzen Häfen vollgelaufen sind. Und damit man nicht die ganze Zeit irgendwelche sammeln muss, dass man halt wartet, bis die alle zusammen fertig sind und schickt die dann los. Oder so. Hier kann man auch noch welche bauen. Oder hier unten. Naja, bin jetzt zu so faul, welche loszuschicken. Ich warte wahrscheinlich einfach, bis sich da was gesammelt hat, wo man dann direkt drauf aufbauen kann. Also, hier hatten wir diese indischen, hinduistischen Kirchenschulen. Also, Kirchenschule heißt die erste Ausbaustufe, aber halt diese, ne, diese Gebäude halt. Die haben wir da abgerissen und haben jetzt neu hingebaut. So, wie viele Soldaten haben sie da? Rückzug. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da haben wir keine Chance. Alter Schwede. Oh, hier ist auch ein General gestorben. Wir können noch mal einen re rekrutieren, dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Chance, auch wenn die nicht groß sein wird. Das war jetzt ein potenzieller Fehler, da jetzt so rüber zu stürmen. Was wir halt erst machen sollten, ist, ne, erstmal ein bisschen Armeen sammeln. Dann nächste Runde angreifen. So, jetzt haben wir da jede Menge Leute hingeschickt. Die Frage ist, wenn der jetzt vorgeht, können die anderen ihm helfen oder nicht? Ich speichere gerade mal, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Entfernung reicht. Die reicht. Jawohl. Damit könnten wir es geschafft haben. Damit könnten wir es geschafft haben, ganz Europa einzunehmen, ne? Denn wir haben jetzt aktuell. Ach doch, nee, das zählt zu Indien.
Das ist ja merkwürdig. Der wechselt die Ansicht nicht, weil man das in der Ansicht wohl immer noch am besten sieht. Und da steht auch Europa. Das ist ja merkwürdig. In der Regierung? Wie sieht es in der Politik aus? Minister. Wir haben noch keinen Kolonialtypen da, noch keinen Gouverneur, ne? Das ist immer noch. Also es muss wohl eigentlich Europa sein. Ich weiß nicht, warum das RX draufgeführt ist. Irgendwie ergibt das keinen Sinn. Naja. Den könnte man auch versuchen wegzuhauen. Oder gibt es noch irgendjemand, der weiterlaufen. Ja, hier, mach du mal. So. Dann ist der da auch weg. Und wir müssen hier wieder ein bisschen, ne, auffrischen. Sag ich mal. Verstärken, ja. Auch wenn die vom letzten Mal noch nicht ganz fertig sind. Man tut, was man kann, ne? Mittlerweile sind die ja alle irgendwie angeschlagen. So. Und am besten gleich weiterschicken, oder? Ist halt nur die Frage, wo genau hin, weil wir bräuchten hier unten welche und wir bräuchten da oben welche. Die Wüste ist halt so groß, ne? Können natürlich auch sagen, wir schicken die hier dazwischen irgendwo hin. Ich weiß halt nicht genau, wo ich die hinschicken soll jetzt. Brauche ich die Leute oben? Brauche ich die Leute unten? Gut, hier ist jetzt nicht viel los. Das heißt, die meisten, es wird wohl reichen, wenn man die meisten nach oben schickt. Hier vielleicht so eine Armee nach unten hin. Und den Rest nach oben? Ich weiß es halt nicht. Die kommen ja auch nicht weit. Also diese. Sollen wir die so hinschicken? Lieber auf die Straße, dann sind sie im Endeffekt schneller, weil so quer durch die Wüste zu gehen, das dauert auch ewig. Und du kannst auch noch unten gehen. Dann kann der, wenn der fertig ist, hier mit Ruhe, für Ruhe sorgen. Dann kann der auch unten weitergehen. Dann haben wir es vielleicht ganz gut aufgeteilt. Weiß ich nicht. Aber die ganzen Armeen, die ich hier sehe, die sind halt alle nicht groß. Außer die hier in dieser in Kabul. Die sind halt groß. Ja. Genau. Dann können wir jetzt wieder. Ach, hier haben wir auch noch so eine Flotte. Habe ich auch schon ganz vergessen. Ja, ich weiß nicht, ob es sich das lohnt, jetzt die noch hinterher zu schicken oder nicht. Ich meine, ich könnte noch sagen, hey, hier, ihr vereinigt euch mal bitte. Dann sind die aber halt eine Runde später dran. Ach, weißt du was? Ich schicke die Flotte einfach so rüber. Muss ja keine Armee drauf sein, oder? Passt auch so. Fahr mal irgendwo hin. Oder ich schicke den zu den Handelsflotten irgendwie hin, in die Handelsplätze, dass er da ein bisschen für Ordnung sorgt, falls irgendwelche Piraten rumgeistern oder sowas. Wobei wir die Piraten auch auslöschen, wenn wir in Amerika die ganzen Inseln und sowas einnehmen. So würde das ja auch funktionieren. So, ich nehme mal an, Straßen haben die Inder überall ausgebaut. Das sieht denen ähnlich, weil wofür sollen die das Geld sonst ausgeben, wenn sie den ganzen Kontinent für sich haben? Beziehungsweise entweder für sich oder halt für Verbündete von ihnen. Genau. Genau. Hier ist noch jede Menge. Ups, hier ist noch. Wenn man klicken könnte, wäre es von Vorteil. Also wenn man die Skills dazu hätte, vernünftig zu klicken. Aber hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was ausbauen in Europa. In der alten Welt. Weil wenn Europa die alte Welt ist, was ist dann Indien?
Nee, gut, eigentlich ist ja das ganze Eurasien, ne? Ist ja eigentlich alles die alte Welt. Aber das ist ja alles schon ein paar Jahrtausende bekannt, den Leuten in Europa. Auch dass China existiert, das wussten ja schon die Römer. Gab halt nur keinen direkten Kontakt. Weil der Marco Polo erst ein bisschen später kam. Gott, hier die Generäle, ne? Jede Menge. Jede Menge. Eigenschaften erhalten. Aber ja, wir müssen es jetzt geschafft haben, einen ganzen Kontinent für uns zu haben. Offiziell, glaube ich, ist das jetzt geschafft. Auch wenn das jetzt ein bisschen komischer Anzeigefehler ist in der Übersicht da, müsste das eigentlich so sein ungefähr. Lassen die uns. Lassen. Hä? Machen die nichts wegen der Armee, die da steht? Feindliche Seelen Doch. in Sicht. Und wir wären gut damit beraten, jetzt wegzurennen. Geh doch weiter weg, du Idiot! Gut, dann haben wir es uns so gewehrt. Das lief gar nicht mal so schlecht jetzt. Da kam der zu uns in die Nähe und wir haben einfach angegriffen. So kann man es halt auch machen, ne? Ich schütte mir mal was zu trinken ein. Na toll. Wenn man Tee einschüttet und die Teebeutelschilder hängen im Weg. So. Dass man da schön drüber schüttet. Und das dann komisch da rausläuft und eine Sauerei veranstaltet. Gut, so schlimm war es jetzt nicht, aber. War nicht weit davon weg. Also. Ist eingeschüttet. Weg ist versperrt. Jetzt muss ich mir die Situation nochmal genau angucken. Ich habe jetzt nicht, hätte mir vielleicht mal anzeigen sollen, wo wir jetzt genau waren. Mit dem Problem. Wichtig ist auf jeden Fall, das Spiel ruckelt. Grrr. Alter, ist das schlimm. Gerade. Warum ruckelt das gerade? Das war noch nie so schlimm wie jetzt. So, ihr regeneriert euch mal. Ist die Frage, soll ich da jetzt, muss ich die wegschicken oder können die einfach hier bleiben? Ich glaube, ich bleibe mit dem einfach mal da. Mal gucken, was passiert. Ist ja nur eine komplette Armee, die da kaputt gehen könnte. Falls es schlecht läuft für uns. Hau du mal den kaputt. Müsstest du ja hinkriegen. Und du haust mal den kaputt. Müsstest du ja auch hinkriegen. Gut, jetzt nicht komplett, aber. Ich das hasse, wenn das nicht sofort klappt, ne? Naja, gut. Kannst du schon weitergehen? Sehr cool. Kannst du dich um den hier kümmern? Die stehen da rum und machen nichts. Jetzt müssen wir kurz bei allen den Weg kontrollieren, die wir durch die Gegend schicken wollen. Aber die sind alle noch unterwegs, okay. Wenn die da oben angekommen sind, dann geht's weiter, würde ich sagen. Oh, wir haben was krass, wie was für Einnahmen wir mittlerweile haben. Wahnsinn. Jetzt steht da Indien. Haben wir jetzt auch den entsprechenden. Nö. Entsprechenden Minister dafür haben wir. Rüdiger Gies, Kaiser bei Indien. Was? Gouverneur von Europa? Was? Moment, wo steht der Gouverneur von Europa? Bei Europa. Jetzt ist Europa zur Kolonie geworden, oder was? Irgendwas stimmt hier gar nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Wie das Spiel darauf kommt, es so anzuzeigen, wie es das tut. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Also, ne, von unten kommt Verstärkung da hoch. Das sind die vier Armeen. Hier haben wir noch drei Armeen. Die können hier unten ein bisschen aufpassen, dass alles so läuft, wie es soll. Und halt immer, ne, immer ein bisschen, immer auffrischen, immer ans Auffrischen denken nach einer Schlacht. Dass sie sich regenerieren sollen. Habe ich das denn jetzt auch gemacht, es denen zu sagen, dass sie sich regenerieren sollen? Bereit machen und Befehl aber bereit machen. Sir.
Die müssen sich noch regenerieren. Es kann nämlich ärgerlich werden, wenn man dann in einer geschwächten Armee rumläuft, obwohl man es nicht müsste. Ihr bitte auch. Natürlich auch doof, wenn man jede Runde eine Schlacht hat. Weil die immer zwei Runden brauchen, um sich zu regenerieren. Kann man das schon mal vergessen, dass sie sich noch nicht von der letzten Schlacht erholt haben, sondern nur von der Schlacht davor. So. Immer schön Handelshäfen bauen für mehr Geld. Weil man ja nie genug haben kann. Und ansonsten noch andere Möglichkeiten finden, um Geld auszugeben. Dann sind wir schon im Jahr 1793. Das ist, müsste das Jahr gewesen sein, in dem der Ludwig der 16. hingerichtet wurde. Glaube ich. Ja, Französische Revolution da. Und so. Die ging ja 98 los. 89 los. 1789. Und ging dann erstmal eine Weile, ne? Und dann Ende der 1790er kam dann Napoleon an die Macht und dann ging seine Zeit los. Seiner Zeit ging seine Zeit los. So. Ja, so. Und hier noch. Und überall suchen, wo man noch Geld ausgeben könnte. Das Schöne ist ja, wenn man hier die größere Mauer baut. Die kleinere Mauer hat keine Effekte, aber die größere Mauer, also keine Effekte auf die Kampagnenkarte, sage ich mal, außer Prestige vielleicht. Aber die große Mauer, die gibt sogar noch Zufriedenheit, weil die Leute sich sicher fühlen. Und hier haben wir auch jede Menge Fabriken auszubauen. Wie viel Geld wir hier noch ausgeben können. Beziehungsweise nicht, weil es leer ist. So. Dann gehen wir in die nächste Runde, ne? Haben wir noch 3000 übrig, aber das macht so gut wie fast wenig, denn wir können es ja nächste Runde noch ausgeben. Und weiter geht's. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Ach, kann es sein, dass da die Flotte jetzt dumm rumsteht? Ich weiß es halt nicht, welche Armee das war, die jetzt nicht weiter konnte. Ja, auch die gehen auf jeden Fall da oben hin. Und dann gucken wir mal, wie die Maraten reagieren auf diese Armee, die da oben noch steht. Und ich nehme mal einen Schluck. Ah ja. Wir können wegrennen. Würde ich auch tun in dieser Situation. Vielleicht hätten wir weiter wegrennen sollen. Nein! Alter, das ist ja nix, was der an Flucht ergreift. Vielleicht sollten wir mit dem, wenn er die Runde noch schafft, vielleicht noch mal ein bisschen weiter wegrennen. Hä? Okay. Okay, die haben den verschont bisher. Oder die konnten nicht so weit. Keine Ahnung. Es überrascht mich etwas zu sehen, dass sie die Gelegenheit nicht genutzt haben, um ihn kaputt zu machen. Handelsroute überfallen, okay. Flotte kommt an. So, wo kommen die Flotten an? In Amerika. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt können wir hier richtig aufräumen in Amerika. Wo fangen wir denn an? Hier unten. Einer geht dahin. Und einer hier in die Karibik. Direkt die Hauptstadt von den Piraten ist dort. Mal schauen, wie weit wir kommen. Kann natürlich sein, dass wir jetzt auch in was reinrennen, was wieder überraschend stark ist. Will ich nicht ausschließen. Aber wenn wir jetzt in Amerika Armeen verlieren, ich würde mal behaupten, das ist nicht ganz so tragisch, weil wir haben da ja nicht wirklich was zu verlieren. Du bist noch unterwegs. Habe ich hier irgendjemanden den Weg versperrt, dass er angehalten hat oder sowas? Nö, die sehen alle aus, als wären sie unterwegs. Das ist gut. Dann, Alter, das Ruckeln. Achso, ich muss hier die Armeen abwählen. Ich muss mich daran gewöhnen, dass die Armeen und Flotten abzuwählen, wenn ich mit denen unterwegs bin. Weil sie das anscheinend hier zu ruckeln bringt, das Spiel. Warum auch immer. Ich kann es mir zwar nicht erklären, aber es scheint so zu sein.
So, können wir denn schon mal mit jemanden? Ne, so weit kommen wir nicht. Aber wir wollen auf jeden Fall so weiter in die Richtung gehen. Das ist ja schon so. Deswegen gehen wir erstmal zu dem hin, der da steht. Und wir sammeln uns mal hier. Bevor wir weiterziehen, weil der alleine da, der wird nicht viel Aeros richten können. Gehen wir mal hier hin. Sind die denn alle frisch? Da ist noch jemand? Ja, die sehen auch frisch aus. Oh, das ist nicht so... Ja, der hat sich da eine Sackgasse manövriert, was nicht so gut ist. Na, ich hoffe, wenn er wegrennt, rennt er in die richtige Richtung. Das wäre ihm zu wünschen. Das wäre ihm zu wünschen, denn sonst wird es schwierig. Okay. Da haben wir schon was an Auftrag gegeben. Und hier die Baustellen, hier die Kirchen können noch weiter ausgebaut werden, genau. Die Lust, der Lustgarten da unten, der... Oh, hier ist noch was, was hier nicht hingehört. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Zum Beispiel hier die... Diese Kirchen, die sie da noch... Also diese Gotteshäuser, die noch gebaut haben. So, hier den Lustgarten können wir auch abreißen, den brauchen wir auch nicht mehr. Können wir lieber was machen, was uns weiterbringt. Und dann suchen wir wieder nach Möglichkeiten, um Geld auszugeben. Womit wir jetzt den Rest der Folge verbringen werden. Das hier bitte. Dankeschön. Hier gibt es auch noch jede Menge auszubauen. Ich sehe sogar noch eine Straße. Ist die noch nicht fertig ausgebaut. Zum Glück sieht man es ja an der Textur. Wenn man auch schon kein ihr Werkzeugsymbol sieht, dass man da was ausbauen kann. Aber man sieht wenigstens an der Textur der Straße, dass da noch was gemacht werden muss. Dass da jemand gefuscht hat. Ungründlich gearbeitet hat. Die Osmanen haben auch nicht viel ausgebaut. Die hatten ihr Geld anscheinend für andere Sachen gebraucht. Was man natürlich auch machen könnte, man könnte hier, wenn man solche fortzieht, dass man die weiter ausbaut. Aber es bringt halt nichts. Wenn da keine Schlachten stattfinden, baut man das eigentlich umsonst aus, weil Prestige brauchen wir mittlerweile auch nicht mehr, haben wir genug. So, ne? So ungefähr. Und damit wären wir am Ende der Folge angekommen. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.